Und live aus London ist uns jetzt Eva Pöcksteiner zugeschaltet. Wir haben es gerade gehört, die Infektionszahlen steigen, obwohl schon sehr viele geimpft sind. Boris Johnson hat das gestern wieder bekräftigt, hält aber an den Öffnungsschritten fest. Wie hält er denn so vehement daran fest? Ja, das hat vor allem politische Gründe, denn er ist sehr aus seinen eigenen konservativen Reihen dafür kritisiert worden, dass er diesen vierten und letzten Öffnungsschritt von Mitte Juni um einen Monat auf Mitte Juli nach hinten verschoben hat. Vor allem die Gastronomie, die Hotellerie und die Reisebranche hat sich beklagt und auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche. Sie haben gesagt, ohne eine volle Auslastung zahlt es für sie nicht aus. Und deshalb hat Johnson nun dem Druck nachgegeben offenbar und die Personenbeschränkungen aufgehoben. Die letzten Öffnungsschritte sind sehr langsam und behutsam gesetzt worden, obwohl zu dieser Zeit die Infektionszahlen gesunken sind. Jetzt steigen sie, man öffnet trotzdem. Wie argumentiert man das? Ja, man argumentiert das eben mit dem erfolgreichen Impfprogramm. Es sind schon 2/3 aller Erwachsenen voll geimpft und da fühlt man sich nun sicher. Und man argumentiert es auch, dass eben die Krankheitsverläufe sehr milde sind. Aber Gesundheitsexperten sagen, das ist ein Trugschluss, denn die Krankenhauseinlieferungen steigen sehr wohl an und das eben nur verzögert und es sei falsch, eben so zu tun, als würde es das Virus überhaupt nicht mehr geben. Und welche Lockerungen sind denn da jetzt mit 19. Juli genau geplant? Ja, in 2 Wochen soll es eigentlich fast keine Einschränkungen mehr geben. Die Maskenpflicht fällt, also Masken tragen kann man nur mehr auf freiwilliger Basis und auch die Abstandsregeln fallen. Das heißt, in den Pubs etwa darf man wieder an der Schank die Leute bedienen. Sie können enger zusammenrücken, Nachtclubs können wieder öffnen und auch Theater, Kinos und Veranstaltungszentren können wieder mit der vollen Auslastung irgendwie entdecken. Tätigkeiten nachgehen. Warum steigen denn jetzt die Zahlen wieder so rasant an? Liegt das nur an der Delta-Variante oder welche anderen Gründe sehen da die Experten? Ja, an beiden. Die Delta-Variante ist deutlich ansteckender als der ursprüngliche Virusstamm und auch als die anderen Mutationen. Und wissenschaftliche Studien haben auch ergeben, dass erst ab der 2. Impfung großer Schutz eigentlich möglich ist. Und das heißt aber, im Moment sind Jugendliche und Kinder bis jetzt meist nur einmal geimpft oder überhaupt noch nicht geimpft und unter diesen verbreitet sich die Delta-Variante derzeit besonders schnell und sie sind es auch, die verstärkt nach draußen gehen, Leute treffen, auf Partys gehen und dadurch kommt es zu einer stärkeren Ausbreitung nun. Großes Thema ist jetzt natürlich auch, dass im Wembley-Stadion bis zu 60.000 Menschen zusammenkommen ohne Abstand. Wie schätzen denn das die Kritiker ein? Ja, die sehen das irgendwie mit großer Sorge, denn es haben schon Studien ergeben, dass bei den Fußballspielen es sehr wohl Ansteckungen gab, obwohl es im Freien war und obwohl man vorher entweder einen Nachweis bringen muss, dass man doppelt geimpft ist oder negativ getestet. Es sind etwa 1300 Schotten infiziert nach Hause gekommen nach dem Spiel Schottland gegen England. Die waren teilweise im Wembley-Stadion, teilweise aber auch in den Fanzonen. Also das ist schon ein wissenschaftlicher Beweis dafür. Und eines steht mit Sicherheit fest, je spannender ein Spiel ist, je mehr Tore fallen, desto ausgelassener wird natürlich die Stimmung. Und da ist es mit den Abstandsregeln dann nicht mehr so weit her. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Experten fürchten, dass sich die Lage in den Krankenhäusern wieder zuspitzen könnte. Wie schaut denn die Lage aktuell aus? Ja, derzeit gibt es rund 1900 Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Zu Spitzenzeiten waren es 38.000. Also das Gesundheitssystem ist im Moment noch nicht überlastet. Aber wie überall auf der Welt können die Krankenhäuser natürlich nicht ihren normalen Tätigkeiten nachkommen, weil sie sich sehr wohl um Covid-Patienten kümmern müssen. Und dadurch kommt es zu einer Verzögerung bei Operationen, Therapien etc.
Es sind schon sehr viele Menschen bisher geimpft worden. 67% haben schon eine Impfung, mehr als die Hälfte sind vollständig geimpft. Wie geht es denn mit dem Impfplan jetzt weiter voran? Ja, bis in 2 Wochen, bis zu diesem letzten Öffnungsschritt, will man eigentlich alle Erwachsenen zumindest einmal geimpft haben. Und dann weitet man das auch auf Teenager unter 18 und Kinder aus. Und im Herbst soll es dann noch eine sogenannte Boosterimpfung geben, vor allem für ältere und schwächere Menschen. Damit hofft man dann, dass die Bevölkerung gut durch den Winter kommt und auch, dass diese Impfung auch gegen mögliche neu auftretende Virusmutationen schützt.